Guten Morgen, Leute. Ja, wie man glaube ich gut erkennen kann, befinden wir uns in einem Zug, sind unterwegs zu einem Flohmarkt. Ja, ganz gemütlich mit der Bahn, hat auch seine Vorteile. Und ja, ich dachte mir, ich mache wieder mal ein kleines EDC-Update. Also, los geht's, ganz spontan wieder einmal. Hier ein neuer Stock und in der linken Hosentasche beginne ich. Da habe ich immer meine Geldbörse drin. Also es gibt wirklich kaum etwas Neues, was ich so dabei habe. Also, aber die Sachen haben sich einfach seit langer Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange ich dieselben Dinge schon mit mir rumschleppe, ja, die haben sich einfach bewährt und deshalb will ich auch nicht wechseln. Wichtig ist mir beim Victorinox natürlich die Schere und dass es nicht zu dick ist. Also so ein Victorinox wie das Super Dinka, das ist ziemlich optimal für mich. Wichtig sind auch die Plus-Schalen. Ja, da befindet sich eben ein kleiner Schreiber drin, so eine Mine eben. Ich muss nicht oft Notizen machen in meiner Freizeit. Das ist eben mein Freizeit-EDC. Bei der Arbeit sieht es etwas anders aus. Bevor ich es vergesse, hier meine Uhr. Ja. Besser geht es für mich wirklich nicht. Das ist so eine super Uhr. Solar, Funk, ja, eine Carefree Uhr und super Größe auch. Kann man nachts das Licht einschalten, um zu schauen, wie spät es ist. Auch super praktisch und ja, super leicht, mega robust. Ja, die ist 24 Stunden. Rund um die Uhr eben am Mann. Klasse Uhr einfach. Ja, rechts mein Hauptmesser. Es geht schon weiter mit der Fahrt. Ja, Sebenza 21 eben. Das große, das large. Wahnsinnsteil. Gefällt mir unglaublich gut. Also die Liebe, die bleibt bestehen. Es gibt für mich kein besseres Taschenmesser. Also mehr Taschenmesser mit einer Klinge eben, Victorinox sind eine andere Geschichte. Es ist mehr Werkzeug eben. Ja, da brauche ich nicht mehr darüber zu erzählen. Das bleibt eben mein Haupt-EDC-Messer. Und es ist auch mega praktisch, das Teil, das befindet sich immer in der rechten Gesäßtasche der Hose, ganz rechts außen. Da kann man so ein schlankes Messer super tragen, da stört es nicht, wenn man sitzt. Ja, wirklich ein super Platz, um so ein Messer zu transportieren. Übrigens, in diesem Platz, rechte Gesäßtasche oder auch links, ganz außen, da tragen auch manche so ein Victorinox. Die haben sich die Gesäßtasche abgenäht. Da kann man so ein Victorinox auch super transportieren, ohne dass es stört. Und wie gesagt, da trage ich dieses Messer hier. Diese Serrations sind auch immer wieder praktisch, um härteren Plastik zu cutten und so weiter. Also möchte ich auch nicht mehr missen. Dieses Mikrodeck, Unterdeck, OTF-Messer hat auch seine Vorteile. Ja, das war es auch schon. Nur kurz zum Zeigen noch. Kurz, das ist eben auch immer am Mann, da trage ich mein Smartphone mit mir rum. Habe ich ja sonst nichts zusätzlich verstaut.
Das soll schön schlank bleiben. Okay, Leute. Das war es schon. Mehr trage ich in meiner Freizeit nicht mit mir rum. Das hat sich jetzt einfach so entwickelt. EDC-Tasche bleibt zu Hause, denn ich habe da im Alltag nichts mehr gebraucht. Und da macht es für mich keinen Sinn, mehr mit Zeug mit mir rumzuschleppen. Taschenlampe brauche ich im Alltag einfach auch nicht. Um 5 Uhr ist es schon relativ hell und ja, sonst habe ich die Lampe vom Smartphone mit mir dabei. Aber das sieht im Winter dann wieder anders aus. Da wird sich das EDC etwas ändern. Also Leute, danke fürs Zusehen. Kurzer Ausblick aus dem Zugfenster. Also bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.